Ja, Dennis, du warst in Kitzbühel einmal schon im Kader oder zumindest als Sparring-Partner besser gesagt dabei. Diesmal bist du erstmals fix im Kader. Was ist das für dich für ein Gefühl? Das ist eine große Ehre für mich. Ich freue mich extrem. Wir sind, glaube ich, echt eine lässige Truppe. Und ja, es wird sicher eine coole Woche und ich werde natürlich im Training die Jungs so gut wie möglich vorbereiten. Ist das irgendwo, ich meine, du trainierst jetzt auch schon klarerweise fast 20 Jahre auf deine Profikarriere hin, vielleicht anfangs noch nicht mit diesem Vorsatz, okay. Aber ist das für dich auch irgendwo so ein Kindheitstraum? Ist das etwas, was man sich schon als kleiner Bursch vornimmt? Ich möchte gerne mal im Davis Cup für Österreich spielen. Ist das ein solcher Traum, der für dich wahr wird? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das schon, hat das schon einen hohen Stellenwert, dass man für sein Land mal spielen kann. Und ja, vielleicht wenn ich jetzt noch nicht zum Einsatz komme, hoffe ich, dass ich vielleicht bald nochmal zum Einsatz kommen. Mhm. Naja, du hast ja in Australien einen ganz guten Start hingelegt. Dustin Brown hat ja den ersten Grand Slam in der Qualifikation weggeschlagen. Viele fragen sich, was war dann los? Du kannst uns ja vielleicht ein bisschen aufklären. Wie war deine bisherige Saison so und warum ist es danach nicht so nach Wunsch gelaufen? Ja, der Start war gut. Ich habe eine super Vorbereitung gehabt mit Dominik und Menernes in Tenerife und habe dann beim ersten Challenger in Australien zwei gute Leute geschlagen, dann gegen einen Qualifikanten in Australien verloren, aber es war echt ein guter Start und dann gegen Dustin in Melbourne, es war natürlich ein gutes Match, war eine gute Leistung von mir, es war ein verrückter Tag eigentlich, weil es gab 44 Grad, die Spiele haben es unterbrochen, alles und ich bin dann erst um 10 am Abend am Platz gegangen, habe dann in der zweiten Quali-Runde leider ein bisschen auslassen, da war die Leistung nicht so gut, hätte ich eigentlich. Im zweiten Satz war ich 4-1 vorne und verliere das dann, aber es war, ja, danach muss ich zurückkommen und bin dann 10 Tage mit Grippe im Bett gelegen. Deswegen waren jetzt die letzten zwei Turniere auch leider zum Vergessen, aber jetzt bin ich schon am Weg, also eigentlich wieder voll fit und... Ja. Wie siehst du deine Form jetzt so von den Schlägen her? Ja, ich bin seit Mittwoch bin ich wieder da im Training, also ich bin voll fit, Form passt jetzt wieder und ja, jetzt muss ich das nur mal bei die Turniere bringen. Also prinzipiell ist klar geworden, Gerald ist zweiter Einzelspieler, aber du fühlst dich also auch bereit für einen Einsatz, ne? Wenn es dazu kommt. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube kaum, dass ich da spielen werde, weil Gerald hat einen richtig guten Start in der Saison und ich glaube, der hat sich das verdient. Dominik durchaus auch, sage ich mal, nach diesen letzten Turnieren. Ja, sollte sich ausgehen, dass er spielt. glaube ich gesetzt, ja. Was sagst du generell zu seinem unglaublichen Lauf? Du bekommst es ja wahrscheinlich als einer seiner absolut besten Freunde, bekommst es ja wahrscheinlich noch besser mit, ne? Ja, ist unglaublich. Ich meine, schau mal jedes Match im Fernsehen an, ich stehe um jede Uhrzeit auf. Fieber, sind wir schon zwei? Ich glaube, es sind mehrere. Fieber unglaublich mit und es freut mich extrem. Und er hat sich das so verdient, so hart erarbeitet und ja, ich hoffe, dass er sich da heute mit dem Titel die Leistung krönt vor den letzten drei Wochen. Also er schwebt, wie man wahrscheinlich, wenn ihr kommuniziert miteinander, wie du wahrscheinlich auch merken wirst, er schwebt auf Wolke 7, ne? Ja, aber ich meine, wir reden nicht viel über Tennis, aber ja, man merkt ihn schon an, dass er zurzeit super drauf ist und dass alles passt. Ja. Wie siehst du die Aussichten dann im Davis Cup momentan? Man muss ja sagen, drei Leute zumindest reisen in absoluter Topform hin, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass der Dominik dann den Jetlag gut hinter sich bringt und alles. Und dass er dann ready ist für Freitag und ich meine, wenn er so spielt wie in den letzten Wochen, dann machen wir da glaube ich gerne so. Alles klar, dann wünschen wir euch jedenfalls viel Erfolg im Motto. Dankeschön.